Hi Leute, hier ist Felix Lilfox und ich stelle euch heute ein Spiel vor. Der Name steht hier, Portal 2. Und eigentlich ist das Spiel relativ bekannt, also generell aus der Portal-Serie. Und naja, ich habe das eigentlich auch schon im Einzelspieler durch. Im Multiplayer habe ich versucht zu spielen, aber es ist kaum jemand online und ein Bekannter momentan oder irgendjemand hat es nie. Da kann ich also nie mit dem spielen und da. Bin schon nicht sehr weit, aber Einzelspieler habe ich eigentlich durch. Ich habe alle Achievements, die du freischalten kannst im Einzelspieler. Und ja, kurz gesagt, ich zeige euch mal im Challenge-Modus, also das sind alle Level insgesamt nochmal. Also ich sag mal so, in dem Spiel, na, ich zeige einfach erstmal hier irgendeine. Turmsabotage, machen wir das gleich mal. Das ist geil. Auf jeden Fall geht es sozusagen darum, du hast nur eine mögliche Waffe, also eigentlich zwei, dein Verstand sozusagen musst du einsetzen. Der Slogan heißt hier, denke mit Portalen, also du hast als Waffe sozusagen, als wirkliches Instrument, hast du eine Portalkanone sozusagen. Wer das Spiel jetzt nie kennt, wer es kennt, der weiß, was ich meine. Das lädt immer zum Stange. Und ja, damit kannst du, wie der Name schon sagt, Portale erzeugen. Zwei Stück hast du zur Verfügung. Also, das werden wir gleich sehen, wie das Ganze hier funktioniert. So sieht's aus. Ja, es läuft jetzt hier auf Zeit. Ich lasse mal ein bisschen Zeit. Also, die Wände hier sind dafür, dass sozusagen, wenn man hier Portale gesetzt hat oder irgendwelche Items hat, werden die zerstört. Dann sozusagen kommt man dann in einen neuen Raum. Nein. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. So, und ihr seht jetzt schon, hier ist man sozusagen gefangen. Ich kann zwar hoppen, aber hier geht's nicht drüber. Und hier muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Es gibt spezielle Wände, die sehen ungefähr so aus hier. Setze ich ein Portal an. Dann setze ich mit, also das war jetzt Linksklick, blau. Rechtsklick ist orange und setze ich jetzt die hier. Die Wände sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. So, dann wird jetzt hier gesprungen. Und ich merke, ich bin falsch gut. Ich muss hier lang. Oh, nicht der Schrammer fliegt. Ist ganz schön rutschig hier. Und mit E, also kommt drauf Steuerung an, aber ich habe das jetzt so hingestellt, kann man sozusagen interagieren. Die Dinger hier sind Türme. Eigentlich sind es feindliche Objekte, aber das Teil ist hier der Teufelsschrott. Und. Ja, das Gelobste ist eigentlich mal ein bisschen sinnlos, aber das Spiel an sich ist schon richtig geil. Verstanden. Eigentlich ist scheiße. So, und wie schon gesagt, also Objekte werden hier durch zerstört. Außer diese Herzwürfel, die es gibt. Aber das ist eine innere, also das ist eine tiefere Bedeutung, sag ich mal, die das Spiel da hat. Gut, die Dinger sind hier Schrottteile. Und die anderen schießen auf mich hier. Da muss ich nämlich aufpassen. Krieg ich Schaden. So, gut. Und das nächste. Boah, hier. Dann gehe ich hier hin. Da muss man aufpassen, das geht halt durch die Portale durch. So. Und man muss halt Rätsel mit den Portalen lösen. Manche sind ein bisschen actionreicher, das hier ist eigentlich gechillter. Zur Geschichte. Du hast ja eigentlich einen kleinen Kameraden. Ich kann mir den Namen ehrlich gesagt nicht merken, den werde ich sehen. Mir nach, das wird dir gefallen. Der Ridley oder wie der heißt. Sind fast da. Und dann gibt's noch Klados, das ist der eigentliche Gegner. Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Sieh doch mal durch das Fenster. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Das ist immer so schön ganz gemacht. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Hacken.
Fertig, gehackt. Gesehen. Ja, gut so, hol den Turm raus. Gut, dann muss ich jetzt hier rein. Ach halt, ich habe was vergessen. Was ganz Entscheidendes. Und zwar sollte ich mir nämlich jetzt ein Teil mitnehmen, das ich vom sicheren Tod bewahre. Vorlage. Antwort. Antwort. Hallo. Komm her, Kamerad. Ich will noch eine Chance. Danke, du hast mir den Hintern gerettet. Was jetzt? Wird das ein Ausbruch? Ich kann nicht sehen. Du kannst nicht sehen, du bist momentan. Ja, auf jeden Fall sozusagen der Hauptgegner Antwort. Ist eigentlich Claudius am Anfang. Bloß, wenn du sozusagen Claudius besiegt hast, kommt der Wheatley sozusagen an die Macht und versucht sozusagen dich zu töten und Claudius dann auch. Die sich in eine Kartoffel verwandelt hat. Antwort. Okay, das sollte genügen. Ja, komm, hau ab. Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage so, akzeptiert. Gut. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Also die Tür geht auch so auf, da braucht man ja das Fließband auch. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Das ist immer manchmal sinnloses Geschwafel mit dazwischen. Seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Schön. Also ihre Schutztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengiftanlage. Ich bin ein bisschen erkältet. Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Das Galoxie geht mir gerade ein bisschen und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder. Aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Also, sozusagen dein Name in dem Spiel hier. Du spielst eine Frau, das zeige ich vielleicht mal einem anderen. Wenn man die Portale richtig setzt, sieht man das. Du spielst eigentlich eine Frau oder ein junges Mädchen, sagt man so. Namens Shell. So wird's geschrieben. In dem Spiel gibt's wahrscheinlich eine tiefere Geschichte. Das hat mal, Englisch sprechender. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. YouTuber hier mal irgendwie erklärt, sozusagen. Das Portal, also Portal, das Spiel, eine finstere Sache eigentlich ist. Wenn man das näher analysiert, also das ist sowas ja ein bisschen creepy-mäßig ist. Und zwar haben die wahrscheinliche Menschen als Testobjekte, was du selber jetzt auch spielst, gefangen genommen. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Ja, und in solche Würfel mit so einem Herzen verwandelt. Okay, hier lang. Ja, das war jetzt nicht so. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Ja, das war die Stimme von Claudius. Auf jeden Fall, ist auch schon. Ja, also es hat wahrscheinlich eine tiefere Sache und ich muss sagen, wenn man sich das Spiel unter den Bedingungen, dass man das weiß, dass es eigentlich einen finsteren Hintergrund hat, sag ich mal so, das Spiel spielt und ein bisschen drauf achtet, auf die Hinweise und so, da sieht man das eigentlich auch. Also da gibt es so Zeichnungen egal an der Wand von so einem Wahnsinnigen, der hier wahrscheinlich als Testobjekt oder als Wissenschaftler gearbeitet hat. Der sogenannte Rattenmensch, ich weiß nicht, was das für einer ist. Es gibt Zeichnungen von dem, müsst ihr im Internet mal gucken. Ha! Ich wusste, wir sind hier richtig! Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte, den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Ja, ist ja gut. Die Tür ist verschlossen. Nein, nicht. Wer weiß, was die Tasse... Oh, die Tür ist auf. Gut gemacht. So, und jetzt wichtig bei der Sache, Laser wird anvisiert. Sozusagen dieser Laserstrahl, also ein Hitzestrahl. Kein Problem.
der wird jetzt hier reingefeuert und ich muss diese Nervengiftanlage irgendwie zerstören. Und hier sind wieder Plattformen, also weiß man ganz genau, was passiert. Wird ein Portal hingesetzt und dazu schnitzt die Dinger durch den Laser. Und dasselbe Vertretere gibt es hier vor. Jo. Und schon ist die Mission zu Ende. Warte! Lass mal schreien. Warnung, der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Also das Spiel basiert sehr auf Sarkasmus und Ironie und alles. Das ist schon... Du bist schon besser als alle anderen, vorläufig. So, und ja, eben jetzt wäre es Finale, das erste Finale, wo du klar das Gegenüber trittst, wo man eigentlich nichts machen muss, sag ich mal so, wirklich schweres. Dann kommt dieser Wheatley halt an die Macht und ich weiß nicht, ob ich das Finale zeige, ich zeige mal das Finale. Damit nehme ich euch eigentlich das Spiel schon wieder weg, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Ending geil. Es ist, ne, gut, das Finale, das ist mehr so eine Art auf Super Mario basierend. So gegen Bowser kämpfen. Ja, ist ja gut. So, hier ist erste Portal. Zweite Portal. Und das ist eigentlich eine doofe Sache, weil hier kommt ich ja gar nicht rein. Also muss ich hier ins Meer setzen und zack, bin ich oben. So, das sind Kerne. Genau, und das ist jetzt der verwandelte Endgegner hier dran. Ich kann es gerade schlecht zeigen, weil die Maus mitgeht. Die Kartoffel hier an meiner Kanone dran. Das ist Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Die Flüssigkeiten, ich bin sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Und dafür brauche ich 3 Minuten, dann eine Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es nicht mehr. Lassen wir das Nervengift weg. Raus. Das war echt ein Witz. Adios. Muss ich erst mit der Flüssigkeit Maximum in 5 Minuten. Freisetzen. So. Ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich das nur ist eine künstliche Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber in Wirklichkeit habe ich nur so getan. Ja. So, das ist diese blaue Flüssigkeit, dadurch kann man sehr hoch hupen. Der ist eigentlich mein Lieblingskern hier da, das ist voll geil. Hier kommt die Weltraumpolizei. Zack, dran ist er. Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert, Nervengift aufladen. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Moment! Oh, die verdammten Bomben kleben fest! Mach dich! Ich habe die Schilde neu konfiguriert! Oh, du hast eine dieser Kugeln an mir befestigt! Wer hat dir das gesagt? War sie das? Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz! Vernichte mir das Müll! Weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du deine heißgeliebte Portalwache findest? Damals dachte ich, du würdest dabei draufgehen, so wie alle anderen auch. Du hast doch wohl nicht gedacht, du wärst die Erste! Nein, die Fünfte! Die Sechste! Du kannst dir ausmalen, was für die anderen finden. Jetzt stimmt's. Hier der nächste Kern.
da. Kämpfst du gegen den Typ? Alles unter Kontrolle? Sieht nach einer brandheißen Situation aus. Warnung, Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Wohl noch einen kleinen. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir nie zu, du schweigst! Ununterbrochen schweigst du! Und hörst nie auf das, was ich sage! Verurteilst mich einfach nur, du! Vorwürfe. Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser mache. Du hättest nur einige Jahre ein paar hundert einfache Tests. Ah! So, und jetzt kommt hier der orangene Schlammbier-Aktion. Muss ich kurz überlegen. Der macht dich halt schneller. Es hat fälschlicherweise behauptet, dass Thomas Edison 1878 den Push-Hut ernannt. Nikola Tesla hatte diese bereits Jahre zuvor mit dem Namen Tesla-Training patentiert. Okay. Und los geht's. Im viktorianischen England war es verboten, die Queen direkt anzusehen. Man glaubte, Arme könnten Gedanken stehlen. Die Wissenschaft ist heute der Meinung. Und Kernbeschädigung bei 100%. Ja, damit wäre eigentlich schon erledigt. Manuelle Kernaustausch erforderlich. Ah, verstehe. Und das war's jetzt alles gesagt, so wie ich es jetzt vorstelle. Das Ende zeige ich euch nie. Weil ich sag mal so, wenn ihr das Spiel nicht kennt, bringt es euch nicht viel, sag ich mal so. Da muss schon ein bisschen mehr Story dahinter stecken. Ich meine, Portal 1 habe ich jetzt nie gezockt, aber ja gut, das war ja jetzt erstmal bloß eine Spielvorstellung. Das richtige Final, der finale Schlag, der kommt ja dann noch. Der ist ja richtig geil eigentlich und. Also wie schon gesagt, das Spiel kann ich nur empfehlen, es ist ja nicht sehr teuer und alles. Ist über Steam aktivierbar und ja, Multiplayer gibt's auch. Am besten ist es, wenn ihr mit jemandem zockt, den ihr kennt, weil da ist ein bisschen bessere Absprache und alles, weil das ist wirklich mehr, also weniger Action, das ist wirklich mehr mit Köpfchen arbeiten. An sich eigentlich eine sehr schöne, friedliche Spielsache. Plus vielen passt es halt nicht. Ich meine, es ist mal eine gute Abwechslung, aber nur sowas, das wäre nicht für mich. Also es muss schon ein bisschen mehr Action dabei sein teilweise. Aber mal so ein ziemlich ruhiges Spiel, so zwischendrin, wo du mal ein bisschen prügeln musst und überlegen, wo setze ich am besten jetzt die Portale und so, die sind jetzt nicht immer ja so übersichtlich da wie hier jetzt. Und ja gut, das war eigentlich, sollte jetzt nicht allzu lange gehen, das Video. Bloß mal wieder so für zwischendrin. Ich habe nämlich ziemlich einen Schulstress jetzt momentan und ich wollte euch aber nicht im Stich lassen, darum habe ich das jetzt schnell hochgeladen hier, damit ihr was zu gucken habt von mir. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe noch ein paar andere Spiele schon parat gelegt. Ich habe mir jetzt überlegt, immer mal, wenn ein paar Abos dazukommen, stelle ich die vor. Ich hatte jetzt vor kurzem 20 Abos. Ist wieder runtergegangen auf 19, aber das macht ja nichts, mir ist es ehrlich gesagt fast egal. Aber wenn, keine Ahnung, so 15 oder vielleicht noch, 15 sind 25, oder vielleicht auch noch mehr, das wäre natürlich noch besser. Abonnenten insgesamt jetzt wären bei mir, könnte ich mir vorstellen, dass ich das nächste Video hochlade. Steht es natürlich noch in einem gewissen Zeitraum so machen, aber wenn ihr eher was von mir sehen wollt, müsst ihr auch das zeigen. Setzt eure Kommentare unten drunter. Was ihr zu bemängeln habt, ob ihr noch mir irgendwelche anderen Spiele vorschlagt. Ich bevorzuge ehrlich gesagt Spiele, die nie ganz so viel kosten, beziehungsweise kostenlos sind. Und generell solche No-Name-Spiele. Also ich meine, ich habe auch Assassin's Creed sämtliche und Tomb Raider und das sind schon Spiele, die sagen eben was, aber gerade diese No-Namer, die sind eigentlich die geilsten Spiele überhaupt mit. Also, na gut, die geilsten will ich nicht sagen, aber die sind mal eine schöne Abwechslung zwischendrin. Und da ist so viel Herz mit Neige steckt und nie noch so Kommerz-Scheiß. Wie zum Beispiel jetzt mittlerweile Pokémon. Ja. Ich habe mir einen Emulator geholt und Pokémon wieder gezockt. Das Smaragd, beste Edition überhaupt. Spätere Spiele wurden dann einfach nur noch, damit wieder überhaupt was Neues von Nintendo da ist. Na gut, das war's. Ciao.